meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Sims 4. Wir haben es jetzt geschafft. Ich habe den letzten Part habe ich Leute erstellt. Okay, so ist ihre Stimme überhaupt nicht, aber sie guckt an den Fernseher. Menzi muss sich mit der hier anfreunden. Wir brauchen aber dazu langsam mal ein größeres Haus oder mehr Betten, mehr Zimmer. Wir werden mal hier was anbauen. Gucken wir mal. So ein kleines Schlafzimmer, also zwei Schlafzimmer. Kriegt man das irgendwie hin? Ich glaube, bei Menzi kriegen wir das eher nicht hin. Es muss die Frage, wohin. Nee, das ist falsch. Die muss weg. Wie kann ich Morn löschen? Mauern löschen. Das geht hoch. Entfernen? Geht das? Oh, es geht. Neues. Nice. Warum geht das nie? Warum geht das nie? Ich meine, das Zimmer ist hier scheiß platziert, würde ich sagen. Und das hier verschieben wir. Hier dran. Dann haben wir, glaube ich, ein kleines bisschen mehr Platz. Ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Ich habe jetzt beiden Leuten jetzt gesagt gehabt, dass sie jetzt in Sims drin sind. Hab davon wahrscheinlich gerade eine Antwort bekommen. Ich kann mir ja schon bedenken, von wem. Dann wollen wir mal gucken. Farbenmäßig jetzt Sims. Retro. Oh. Also was? Oh, das ist die Hausmann. So. Bodenbelag. Boden. Wände und leere Zimmer. Nehmen wir auch hier den flauschigen Teppich. Genau. Müssen wir mal noch eine Tür besorgen. Wusste ich eigentlich nicht, oder? Klar, kurze Türen. Oh, hier so ein Bogen nur. Oh, geil, so ein kurzer, so ein... Oh, nice. Gefällt mir persönlich gut, muss ich sagen. Ich weiß bloß nicht, wie ich die Wände. Ja. So. Also so ein kleiner Bogen. Geil. Gefällt mir. So, Dach braucht man. Was ist denn das? Friesgeist. Aha. Ja gut, das können wir dann alles später noch machen. Wir brauchen aber noch ein zweites Bett. Nein! Wir brauchen noch ein zweites Bett. Im Moment nur ein kleines. Was anderes können wir uns nicht leisten. Kommoden, aber wenn dann alles hier. Sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Ich bin natürlich auch kein Gestalter, der noch reine Natur. Aber wir können auch mal zusammenleben. Oh, hier Außenwand. Außenwand hat ja doch noch eine Farbe. Die Außenwand hat doch noch eine Farbe. Die muss ich natürlich übernehmen. So. Und dann kann man wegspielen. Ja, wie gesagt, ich bin kein Meister der schönen Sachen. Doch nicht. Ich habe doch keine...
Nachricht bekommen habe. Das war was ganz anderes. Aber das nehme ich mal so als Zeitpunkt, wann ich aufgenommen habe. Angefangen habe aufzunehmen. So, wir müssen uns noch für... Halt, die werden wieder runternehmen. So, ja. Wir müssen, was machen wir jetzt? Wie hier, Laura Suite beansprucht bitte das Bett hier. Und Olivia geht hier rüber und beansprucht das hier. Wenn sie beansprucht, hat das schon beansprucht und Tali, ist das hier Tali? Nee, Olivia. Tali haben wir hier umgebracht. Beansprucht das hier. Genau, perfekt. Und dann brauchen wir jetzt, Laura muss sich noch einen Job aussuchen, die Karriere. Job suchen. Olivia ist ja das einzige Kind dann hier. Luna ist ja eigentlich auch noch nicht. Was würde denn, also sie wäre ja gerne am liebsten irgendwas mit Selbstinfluencer. Nee. Die wäre irgendwas mit Kindern oder sowas. Gibt es aber so an sich nicht. Aber wir haben noch keine Astronautin. Deswegen nehmen wir Astronaut. Bei Weltall. Praktikant. Am Freitag. Also morgen. Luna, nee, Laura, Luna, ja, die muss ich dann natürlich auch noch eine Karriere überlegen. Am Arbeitsamt registriert, nee, wir haben, sie soll sich mal bitte melden. Und dann soll sich bitte mal mit ihr ein bisschen da halten. Schmutzig nach Tag fragen, okay. Dann drei Leute? So. Was haben wir noch nicht? Wir haben Astronauten, wir haben Business noch nicht. Wir haben Entertainer, wir haben... Okay, Entertainer haben wir ja auch nicht mehr. So viel wie gesagt, kann man ja nicht zur Möglichkeit. Sportler. Was haben wir denn? Okay, bei Dings machen wir dann Sportler. Das weiß ich jetzt schon. Gucken einfach mal nach dem Geld. Entertainment 23... Gut, das können wir auch machen. Buchhalter der Agentur. Diamantagenten oder Schurken. 21. Aber mit Maler können wir auch nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen. Ja doch, sie wird Maler. Also man kann natürlich mir jetzt noch reinschreiben, ich möchte gerne das sein. Dann bitte sagt's mir. Gemälde anfertigen. Genau, und jetzt brauchen wir nämlich hier die ganzen Stative und alles mögliche. Gucken wir erstmal hier bei Mens. Mens muss danach erstmal programmieren noch. Der muss aber um 10 auf Pass programmieren. Programmieren üben. Sie Gemälde anfertigen. Genau, dann müssen wir erstmal noch ein Gemälde machen. Alter Leute, das ist jetzt so ein Stress hier, finde ich. Statur. Staffelei. Gibt ja bloß die eine. Hier sind sie schon die schöne Farbe. Da können wir das hier auch verkaufen. Nein. Das hier können wir verkaufen, weil es war ja bloß noch... Nein, nein, nein. Nein. Wie dreht man das Ganze mal? Nein! Was? Nein. Bin ich doof. Hier, bitte. Was haben wir noch? Teppich. Edelstahl, Retro-Anlage.
Also langsam wird es ja ein bisschen voll. Boah. So, dann gehen wir mal wieder ins Spiel rein. Sie muss ja dann ein bisschen was malen. Luna, sie muss Gemälde anfertigen. Großes klassisches Gemälde. Gehen wir natürlich gleich aufs Extreme rüber. Olivia, sie geht zu Menzi jetzt? Mit Alex. Also, Alex Menzi. Lustige Geschichte. Mit Familie angeben? Die hat doch keine Familie. Polizisten, Tag verschönern. Ja, im Herzen Komplimente machen. Ach Leute, hat die Malerfähigkeit erworben. Genau, und was muss sie denn jetzt machen? Schach spielen. Schach spielen? Gerade erst begonnen? Wir haben doch noch nie mal Schach hier irgendwo. Ich merke gerade, ich überfordere mich gerade richtig. Schach, Wissen. Kann man eigentlich draus machen. Sie muss dann ein bisschen Schach noch spielen. Ach, Stühle brauchen wir ja auch noch dazu. Na, passt nie. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Die hier stellen wir dann da drüben irgendwo hin. So, so. Die stellen wir hier hin, genau, perfekt. Dann gehen wir hier hin und spielen wir Spiel mit Menzi. Menzi ist hier noch am Programmieren, deswegen... Gerade erst begonnen. Nee, dann hör mal auf. Wir spielen das mit einer Runde Schach mit Laura. Aber die geht's dann auch ein bisschen scheiße. Da muss er dann auch gleich über Probleme beschweren. Über Spielstrategie diskutieren, neueste Spiele reden. Oh, Rose anbieten. Jetzt sind wir jetzt schon so weit, dass wir auch Rose anbieten können. Und Olivia, du gehst mal bitte. Ey, ist noch andersrum. Olivia ist älter als Laura. Als nun Lula. Oh, pff, Halleluja. Die beiden. Verrückt anfunkeln. Macht recht. Nee, es ist so früh. Das ist so früh. Wir haben ja noch nie mal was Romantisches, was wir hier machen können. Obwohl, sie ist ja auch, ein Kind. Komm, wir machen mal den Spaß. Was passiert, wenn wir jetzt hier nach Techtelmechtel fahren? Jetzt. Dann machen wir ein bisschen Geschichten erzählen. Kennenlernen. Das gleiche bei Lu. Oh, sie ist gelangweilt. Langweilige Gespräche. Entschuldigen. Ich weiß nicht wofür, aber ist die Aktivitäten vorschlagen. Oh, romantisch flirten. Polizistenwitz machen. Unsicherheit. Au! Oh. Selbst ohne Scherzen. Es wurde auch ein bisschen zu früh. Freundlich. Vom Weltraum schwärmen.
Über Interessen reden. Tratschen. Da war noch mal kennenlernen. Menzi, was können wir bei dir noch machen? Okay, 25% programmieren fertig und um 10 muss auf Arbeit sein. Aber wir können hin. Gut, okay. Spiel, das braucht man nicht kapieren. Schädlichkeit reden, Interessen reden. Beleidigen. Achso, weil ich sehr unwohl mich fühle. Ja gut. Verwenden. Sieht aus, als ob Menzi gewinnt, oder? Keine Ahnung. Okay, blassen Schimmer. Achso, das ist Spiel drüber. Ich habe gedacht, sie ist schon verliebt. Oh, Keramistik Laura. Okay. Mann, also jetzt gucken wir nochmal nach der Arbeit. Das tut mir mein Kopf schon weh. Aber ich glaube, das war es eigentlich schon, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke. 14 Minuten, das reicht vollkommen zum Glück. Wenn ich dir ganz gut gefallen hat, gib mir noch ein wenig einen Daumen runter und schreib mir. Kommt darüber, wenn der von sehr gut auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.